Hallo Tamiko-Fans, hallo liebe Tamiya-Freunde. Ihr seht schon, heute bin ich wieder umringt von klassischen Tamiya-Buggies. Wild Willy, Fox, Fast Attack, Hotshot, der neue Blockhead, Hotshot 2 ist auch schon da. Ein Super Saber. Worum geht's? Wir haben schon länger ein Projekt im Auge, das wir euch einfach mal vorstellen möchten und ein bisschen die Resonanz abchecken. Was haltet ihr davon? Und zwar ein Tamiko Cup mit Vintage Buggies, mit klassischen Tamiya-Fahrzeugen. Wir nennen es einfach mal Fantastic Plastic. Wir möchten gerne den Geist der 80er, die goldene Zeit der Tamiya RC-Ära ein bisschen wieder hervorbringen. Wirklich die Begeisterung wecken und dass man sein Auto, wirklich auch diese natürlich in die Jahre gekommenen Klassiker, einfach auch mal schön in milden Rennszenerien bewegen kann. Und da haben wir eigentlich wirklich gedacht an einen Tamiko Cup, verschiedene Klassen, 2WD, 4WD, sogar eine Fighter-Klasse für den Nachwuchs, aber auch Tamiya Blitzer Beetle, Stadium Blitzer, Stadium Sander gab es ja auch mit dem Chassis, ist auch eine tolle Klasse. Und natürlich Wild Willy. Willy-Klasse war immer super beliebt. Hier kann man sich überlegen, nur Wild Willys oder wirklich die ganze WR02-Generation, vielleicht auch noch die Lunchbox und Midnight Pumpkin-Fahrzeuge mit reinnehmen. Macht auch immer riesen Spaß. Also auf den RC-Veranstaltungen, auf denen ich bis jetzt war, auf den Vintage-Rennen, war die Willy-Klasse mit einer der beliebtesten Klassen, weil es einfach super gut zum Anschauen ist. Und den Fahrern hat es auch riesen Spaß gemacht. Worum geht es beim Tamiko Cup? Die Fahrzeuge sollen nicht zu schnell sein. Deshalb haben wir mal so vorgesehen, dass alle Fahrzeuge in allen Klassen den Tamiya Torque-Tuned Motor, den 54358 Motor, drin haben. Damit gehen die Fahrzeuge ganz gut, sind nicht überfordert, ist nicht zu schnell, es geht nicht so leicht was kaputt, weil der ein oder andere will vielleicht auch sein originales altes Schätzchen fahren. Das wollen wir ja eigentlich auch sehen bei so einer Veranstaltung, nicht dass immer dieselben Racer da sind. Drum sind eben auch keine Carbon-Chassis wie ein Top Force Evo, Avante, Egress erlaubt. Wirklich hier nur Fahrzeuge mit einer Plastik-Chassis-Wanne eben. Ne? Wie zum Beispiel hier ein Super Saber, den gab es auch noch nie als Wiederauflage. Chassis ist ungefähr gleich mit dem Boomerang, mit nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Auch tolles Fahrzeug zum Beispiel. Sowas möchten wir beim Tamiko Cup sehen. Tuning ist nicht viel erlaubt. Natürlich Kugellager, Ritzel sind frei. Ihr könnt auch Dämpfer verbauen, was ihr wollt. Schrauben, Verstärkungen, allerdings nicht aus Carbon am Fahrzeug, sind auch okay. Heckflügel auch, aber sollte wirklich ein passender Heckflügel sein. Eben wie hier beim Frog, beim Hotshot. Zum Beispiel auch der Spoiler vom Egress oder so, Astute ist auch erlaubt, kann man auch verwenden. Aber eben nichts Modernes, was wirklich dem Aussehen der Fahrzeuge schadet zum Beispiel. Also es soll immer noch gut erkennbar sein als Klassiker. Wirklich hier beim Fox sollte man nicht unbedingt Mods anderen Heckflügeln montieren. Wir wollen eben wirklich die Vielfalt sehen und darum wäre es schön, wenn wirklich viele auch mit alten Fahrzeugen kommen und man muss eben bei diesen Rennen dann nicht Angst haben, dass ich überrannt werde von richtig schnellen Fahrzeugen. Es geht um den Spaß an der Sache. Natürlich will man gewinnen, aber man kann auch rücksichtsvoll fahren und einfach Spaß an der Sache haben. Man will ein buntes Fahrerfeld sehen. Das Event soll auch wirklich einen Eventcharakter haben, das ganze Rennen. Und das würden wir gerne einfangen und drum, was ist eure Meinung da dazu? Und auch die Vereine möchten wir hier ansprechen. Welcher Verein in ganz Deutschland, wir können uns so drei Veranstaltungen pro Jahr vorstellen, vielleicht hier was bei uns in der Nähe von Berlin, aber auch im Süden, Norden, Westen, Osten natürlich. Welcher Verein hätte Lust, sowas zu veranstalten? Die Strecke sollte natürlich auch für Vintage-Fahrzeuge geeignet sein. Ihr könnt vielleicht eure vorhandene Strecke ein bisschen umbauen, Jumps entschärfen und so weiter, dass sie wirklich für die Klassiker geeignet ist. Wer hätte da Interesse? Die Vereine können sich gerne bei uns melden. Die können dann auch schon mal eine Art Reglement schon von uns bekommen. Wir haben da schon was vorbereitet für euch.
Und dann kann man das auch noch alles besprechen. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Vielleicht kann man da sowas machen. Und eben an alle Fahrer dieser Fahrzeuge, meldet euch mal. Was haltet ihr davon? Würdet ihr da gern teilnehmen? Weil die ganze Sache steht und fällt natürlich mit den teilnehmenden Fahrern einfach. Ne? Es wäre traumhaft, mal wirklich so ein Tamiya-Event zu veranstalten mit möglichst vielen verschiedenen Fahrzeugen. Wir haben hier ja schon ein paar, aber auch Grasshopper, Striker, Sonic Fighter, Madcaps, alles solche Sachen, die man heute gar nicht mehr so oft sieht, könnten da mitfahren. Wenn ihr auch ein Fremdfabrikat habt, wie vielleicht einen alten Nihimo oder einen Marui, der kann auch gerne kommen. Sowas würden wir auch zulassen zum Beispiel. Ne? Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen unser Traum. Was haltet ihr davon? Ihr könnt euch Feedback geben über Facebook, auch hier als Kommentar bei YouTube was schreiben. Und bitte Vereine auch melden. Wenn ihr sowas veranstalten wollt, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir da was zusammenbringen, vielleicht schon 2023. Wir arbeiten auf jeden Fall dran. Und wäre eine tolle Sache, wirklich hier was veranstalten zu können. Besonders jetzt zum Release vom neuen Blockhead Hotshot. Ideales Fahrzeug für diese Klasse. Da kann man auch mal Rennen damit fahren. Das war's auch schon für heute. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Ciao, ciao und tschüss, euer Tamiko-Team.